Dann geben wir die Quest ab. Ups. So. Mist, das sind wieder die scheiß Wölfe. Reiß durch die Ziege. Hast du die Verantwortlichen gefunden? Ich habe die Vorräte bei einem Haufen Hungernder aus Megara gefunden. Und? Das waren ihre Vorräte. Sie haben gehungert. Wir brauchten sie für den Krieg und um Megara von den Athenern zu befreien. Sie haben nicht allein gearbeitet. Hinter der Sache steckt noch mehr, als wir bislang wissen. Grüble nicht länger. Die Schuldigen haben für ihre Taten bezahlt und das allein ist wichtig. Gute Arbeit. Sparta ist dir zu Dank verpflichtet. Das war alles. Aber dafür habe ich einen netten Helm bekommen. Ein kleines Hütchen. Kriegshütchen. Aber will ich das wirklich dafür aufgeben? Ich meine, das hat ein bisschen mehr Rüstung, aber... Nein. Aber kurz angucken. Habe ich mir schon gedacht. Das ist schon irre. Oh, Level 7. Sollten wir anlegen. Und... Da können wir noch nix. Und hier... Ich bin immer für Attentatschaden, weil ich mache damit so dermaßen viel Schaden und dann kann ich den Rest erledigen, vielleicht mit einem Schlag. Ja, fast Level 8. Wir machen große Fortschritte. Vielleicht finden wir ja noch eine Quest auf der Karte. Finden wir tatsächlich. Vielleicht können wir mit der einen Quest noch aufleveln, dass die andere leicht fällt. Pferdchen! Los geht's. Ich weiß nicht, darf ich da rein? Anscheinend ja, okay. Sebastos ist eigentlich total down. Komm schon. Wenn ich nur einen Ticken schneller reiten könnte, nur einen Ticken. Alexios, ich habe dich nicht gesehen, seit du mich zu den Ruinen des Odysseus nahmst. Odessa, du erinnerst dich. Wie könnte ich das vergessen? Du sagtest, ich soll mein eigenes Leben leben und mich nicht um die Größe anderer scheren. Und du hast meinen Rat beherzigt. Ich musste mich um meinen kranken Vater kümmern. Also nein, ich hatte noch keine Chance, so zu leben, wie ich will. Jetzt können wir wieder sagen, hör auf zu jammern. Was sagen wir? Was sagen wir? Ah, oh, ich habe ganz vergessen, wie schön du bist. Ich habe viele Menschen gesehen. Aber das habe ich schon mal versucht, das bringt aber meine nichts. Zu den schönsten. Ist das so? Du bist eine willkommene Ablenkung von meinen Problemen. Ah, wir sollten uns... Ja, ich kann dich stundenlang ablenken. Man sagt, ich sei eine sehr gute Ablenkung. Du hast doch sicher ein Bett, das wir benutzen können. Du kommst direkt zur Sache. Alles klar. Ich werde dir zeigen, wie ich zur Sache kommen kann. Da bin ich mir sicher. Also, was ist nun? Weißt du, ich würde gerne. Doch ich muss zuerst ein paar Sachen für meinen Vater. Ah, hör auf! Wenn du mir hilfst, können wir unser Gespräch vielleicht fortsetzen. Keine Sorge, ich helfe gerne. Was brauchst du denn? Ein paar Kräuter aus dem Tal von König Lelex. Außerdem eine Mixtur vom Markt, um sie mit den Kräutern zu vermengen. Ein Händler dort hält sie für mich bereit. Ist dein Vater wirklich so krank, dass du sie nicht selbst holen kannst? Ich bin sein einziges Kind. Ich bleibe lieber in der Nähe, falls es ihm schlechter geht. Bleib bei deinem Vater. Ich besorge die Kräuter und die Mixtur. Schaffen wir schon. Wer ist denn in den Zwischensequenzen die den Helm ab? So.
Südlich des Schmieds, die sind in der Nähe der komischen Tiere da. Ne, Triere. Und wahrscheinlich wieder richtig schön bewacht. Oh Gott. Ich dachte schon. Boah, das ist nah hier, okay. Das war's schon. Ansonsten... Da ist noch irgendwas, aber... Wolf, ja. Und auf geht's. Brauchst du Licht? Nö. Wir sehen wunderbar im Dunkeln. Ja, dachte ich mir schon. Dieser Tritt, ne? Sauber. Und hier oben noch. So, jetzt kommen wir also zur Sache, ja? Na los, na los. Ich weiß nicht, das passt in Videogames nicht, aber... Naja. Da kaufen wir die Mixtur. Das müsste der Händler sein, den Odessa erwähnt hat. Sag es deinen Freunden, deiner Familie. Die besten Waren, die man kaufen kann. Sogar Söldner wie du werden bei mir fündig. Odessa schickt mich. Na, natürlich, die Süße. Ich wünschte, sie würde selbst kommen. Das ist für ihren Vater, nehme ich an. Gib mir das Geld und du kannst dich auf den Weg machen. Ja, scheiße, dann habe ich bei der wieder verschissen, wenn ich das sage. Ach, 50. Hier, nimm das. Schnelle Geschäfte sind die besten. Ich hoffe, es hilft, Odessa. Ist doch ein netter Kerl. Ich muss unbedingt die Tastenkombination ändern. Ich weiß, witzig, dass er da tritt. Schön. Okay, die Mixtur. Gehen wir die ab. Nein, 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 nein. Was zum? Wieso kann ich mich auf das Pferd setzen? Kann ich da tatsächlich runterspringen? Das wär's. Komm her. Ich nehm's mit dir auf. Ey, lass mein Pferd in Ruhe. Ich nehm's mit dir auf. Bam, unten. Nicht schlecht. Ich hab da nichts gemacht. Was hab ich gemacht? What the Papa? What? Das Hühnchen war Stufe 7. Ich weiß gerade nicht, was passiert ist. Keine Ahnung. Boah, ich bin vergiftet. Ich will die nicht killen. Naja. Ich hab auch keine Ahnung. Da hell, ich weiß gar nicht, was gerade los ist. Boom. Boom. Nein. Ah, hätte mich löschen gehen sollen. Hätte mich löschen gehen sollen. Ah, ich glaube, ich müsste nach dem Kräuterfuzzi. Müsste ein Autosave gewesen sein. Ja.
Muss aufpassen. Dieses Hühnchen ist gefährlich. Das sind mega gefährliche Viecher. So, bitte ohne Vorkommnis, ja? Nicht auf den Huhn treten. Oh, doch. Die kommen so oder so. Und das Huhn, ey. Autsch. Burn, Baby, burn. Weg mit dir. Dieser Männer kam im Auftrag des Anführers von Megaras. Und Esther meint es gut. Esther hat ihnen wohl Probleme bereitet. Und sie wollen das Anwesen ihres Vaters. Ey! Ey! Und die Mixtur in Ordnung? Du hast sie doch geholt, oder? Darum machst du dir Sorgen? Wir wurden gerade angegriffen. Daran solltest du dich längst gewöhnt haben. In diesem Land wimmelt es von Banditen. Was stand in dem Brief, den du gelesen hast? Eine Menge Sachen. Dass sie es auf dich abgesehen hatten. Nur dich, nicht mich. Das kann ich nicht glauben. Es geht wohl um das Land deines Vaters. Wahrscheinlich wollen sie, dass ihr beide sterbt, damit sie es bekommen. Ich könnte tot sein, ohne mir einen Namen gemacht zu haben. Dann wäre mein Leben nutzlos gewesen. Niemand. Ah, ich passe auf dich auf. Ohne Schmerz. Cosmin. Recker. Joshua. Ja, der Livestream wird auf jeden Fall noch hochgeladen in einzelnen Parts. Eugene? Oh, ich bin doch so ziemlich am Anfang bei Assassin's Creed. Warum gehen wir nicht hinein und du zeigst mir ein bisschen Schmerz? Oh, das würde ich lieben gerne, aber verstehe Alter Schwede. Jemand will mich umbringen. Wie könnten wir das ignorieren und uns stattdessen einfach so vergnügen? Und wie geht alles? Wir dann? Mit einer neuen Aufgabe. Glaub, was du willst, aber ich kann die Wahrheit beweisen. Ich brauche nur deine Hilfe. Das überrascht mich nicht. Ich lass dich wissen, ob du sie bekommst. Nice. Stufe 8. Was wollen wir denn da upgraden? Fähigkeiten. Ich kann sogar schon höher. Ach, Mann. Werde zur Koryphäe mit Umgang und Beschwörungsfeuer. Ja, das wäre nicht schlecht. Auch mega eigentlich. Bumm. Bumm, ah. Das ist sehr praktisch mit dem Aufgeladenen. Kann einmal verkettet werden. Das heißt, danach kann ich noch einen ausknipsen. Aber ich finde das finde ich nicht schlecht. Mächtigen Fall bis 290, das könnte die mit einem Schuss killen. Auch nicht schlecht, ich kämpfe sehr viel. Oh, ich weiß nicht, ich finde alles irgendwie praktisch, weiß ich nicht. Wir leveln so langsam auf, ich will alles auf einmal haben. Ich denke, ich werde das aber nehmen. Schussfolge. So, wir können ja immer nur ausswitchen und alles. Bist du bereit, die ganze Wahrheit hinter all dem zu erfahren? Natürlich. Das dachte ich mir. Du wusstest, dass sie hinter mir her waren. Und du hattest recht. Ich hätte gern einen Beweis dafür. Die Wahrheit kommt immer ans Licht. Wird sie. Und dann kann ich endlich in die Fußstapfen von Odysseus treten. Mach das. Machen wir natürlich genau das. Steht in den Geschichten über Odysseus nicht auch, dass er ein guter Liebhaber war? Wirklich? Muss mir entgangen sein. Wir könnten mehr über Odysseus lesen.
gemeinsam. Ist das seine Vorstellung von Spaß? Lesen ist reizvoll. Nackt vielleicht. Ein guter Plan. So lächerlich. Wir reden weiter über uns, wenn alles erledigt ist. Der Brief, den du fandest, stammt vom Anführer von Megaris. Es muss Beweise dafür geben, was er vorhat. Ja, ich habe den Start schon geschwächt. Gibt, dann bei ihm zu Hause. Dann geh dorthin. Ich finde einen Beweis. Gut, ich will nur, dass es endlich vorbei ist. Hast du eine Idee, wonach ich suchen muss? Der Anführer ist der mächtigste Mann in Megaris. Versteh doch, ich kann ihn nicht anklagen, wenn ich nicht beweisen kann, dass er hinter mir her ist. Angenommen, ich finde den Beweis, den du brauchst. Was dann? Dann erzähle ich es allen, die mir zuhören. Der Anführer würde mich und meinen Vater nicht töten, wenn jeder seine Pläne kennt. Ich finde den Beweis, wie auch immer er aussehen mag. Klar finden wir das. Ich sollte zu... Die wahre Geschichte. ...des Anführers und herausfinden, was vor sich geht. Finde Hinweise, die eine Verbindung zwischen dem Anführer und Odessa aufzeigen. Der Anführer bewahrt die Wertsachen in seinem schwer bewachten Haus auf. Gefährlich. Absolut gefährlich. So, dann cheaten wir mal wieder. Oh, das ist noch ein ganzes... Oh, so ein ganzes Stück weit entfernt. Gar nicht drauf geachtet. Was bist du denn für einer? Will ich es wirklich wissen? Chiara, kann ich dir behilflich sein? Mein Bruder ist Soldat an der Front. Ich habe das Schwert für ihn gemacht, damit er Ruhm für unsere Familie erlangt. Das ist ein nobler Gedanke. Danke. Aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann ihm die Waffe nicht bringen. Auf dem ganzen Weg lauern Banditen. Ich habe versagt. Also soll ich sie überbringen? Ganz genau. Gut, ich... Dich schicken die... Dann leb... Cool. Wie eine kleine Quest. Wir können die gebrauchen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch Nebenquests machen muss, aber ich denke so bis Level 9,5 ungefähr. Und dann können wir mal schauen. Das ist es. Wenn es Beweise gibt, dann dort. Ich muss vorsichtig sein. Dieser Ort wird schwer bewacht. Dann können wir doch mal hier drüber schauen. Ah, der lässt mich die Hinweise nicht erspähen. Müssen wir also selber auf die Suche gehen. Den will er nicht markieren, vielleicht weil er außerhalb ist. Müsste es eigentlich fast gewesen sein. So, wenn ich da reingehe, killen die mich. Aber wenn ich da hochkletter, sieht mich keiner. Hoffe ich zumindest. Das ist geil. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Okay. Mist. Dicht. Wieder zwei Augen weniger.
Okay, alles klar. Einer von Odessas Verehrern starb auf mysteriöse Weise kurz nach ihrem Treffen. Was herausgefunden? Dieser Brief erwähnt Odessas Anwesen und wie unbedingt sie es haben wollen. Mit allen nötigen Mitteln. Allen Mitteln. Mit absolut allen. Mit absolut allen Mitteln. Ja, ja. Diese Odessa, ey. So, wie stark ist dieser Pfeil wirklich? Tötet. Ne? Ja, jetzt hat er auch noch hochgeguckt. Hast wohl meinen leckeren Pfeil gesehen, ha? Scheiße, jetzt sieht er den. Nein! Ja klar, alles deutet auf einen Söldner hin. Muss natürlich sofort ein Söldner sein. Der Anführer von Megaris hat eine Hochzeit für Odessa arrangiert. Klingt nach einem Plan, an das Anwesen des Vaters zu kommen.